Mergs Unterschlupf. Verdammt, Merg! Irgendwas macht irgendwen nervös. Ich weiß nicht warum, aber sie sind mächtig unruhig. Hi, Sir. War schwer zu entkommen? Nee, die Cops sind einfach zu lahm. Aber sie sind ziemlich schießwütig geworden. Im ganzen Funk ist nur noch Pope Thema. Die Cops sind heiß. Sehr heiß. Keine Ahnung, was los ist. Vielleicht stehen Vertragsverlängerungen an. Also Vorsicht da draußen, Cell. Also was soll der Aufruhr? Unsere Kleine hier hat Beweismaterial von einem Tatort entfernt. Jetzt ist jeder Cop der Stadt hinter ihr her. Ist das das Beweismaterial? Ja. Es ist wohl aus einem Tagebuch. Der Rest davon war weg. Alles, was ich entziffern kann, ist Icarus oder so. Und zum Höchsten. Icarus? War das nicht dieser Grieche? Genau. Sein Vater hat den Flügel aus Federn und Wachs gemacht. Dann ist der Kleine zu nah an die Sonne geflogen. Und keine Flügel mehr und kein Icarus mehr. Wenn irgendjemand was gehört hat, dann er. Das weißt du, Faith. Ja. Ich weiß, er ist kein Runner mehr. Aber er hat Kontakte. Irgendwann begegnet ihr euch. Wollen wir wetten? Wer? Jackknife. Drake weiß, wo Jackknife steckt. Er ist auf den Dächern beim alten Trainingsgelände der Runner nahe der Kanalisation. Aber auf dem Weg dahin wimmelt's nur so von Kopf. Du kannst die Kanäle bis nach Hampton Town folgen. Also los. Lower East Side sind wir hier. Und suchen jetzt also Jackknife. Ich muss das noch üben mit dem Abrollen, das läuft bisher noch nicht so gut. Nö! Lauf doch! Müsst ihr doch nicht! Alles gut! Nicht schon wieder! Krieg die nie los! Sind immer hinter mir. Ich glaube, man muss da einfach ein bisschen ins Spiel reinkommen. Dann dreh schon schneller! Shit. Das war jetzt richtig. Und jetzt? War das genau? Das war genau der falsche Weg, oder? Yes. Fuck. Es wäre ein Wallrun gewesen. No! Faith! Oh Mann. Das ist manchmal ziemlich schwierig.
Okay, das ist zu weit. Okay, so geht's auch. Halt dich fest. Oh Mann. So macht man das. Bis wo? Sehr weit runter, okay. Come on. Nottorentriegelung. Ja, wieso nicht? Bringt mir das? I don't know. Alter, wie riesig! Keine Flow Chamber. Shit, wollte ich nicht, sorry. Okay. Nächstes Tor. Oh nee. Lass mich raten. Hier wird wieder heiß geschossen, oder nicht? Junge! Okay, ich habe die falsche Taste erwischt. Okay, bin ich jetzt drüben oder nicht? Ja. Hä? Doch. Los, weiter, glaub bloß nicht, dass die Kopf nicht da runterkommt. Ja, ich muss wissen, wo lang. Hier kommt gerade was durch. Mist, wir haben wohl geahnt, dass du dich da drin verkriechst und haben weiter vorne Scharfschützen. Oh shit! Das hat zumindest vorhin bewiesen, dass man hier runterfahren kann, wenn man nicht das Gleichgewicht hält. Fuck! Nicht schon wieder! Wieso nimmst du eigentlich nicht das Gewehr? Vielleicht könntest du das ja gebrauchen. Aber nee, natürlich nicht. Okay, da drunter. Sie sind drin, los, raus da, Faith. Ich habe bestimmt hier irgendwie eine Tasche vergessen oder so. Ich muss halt dahin, hä? Ich check's nicht. Ach so, hier ist ein Knopf. Sag mir das doch jemand. Oh Mann, ey.
Okay, da rund. Würde ich nicht als safe bezeichnen, aber gut. Okay, wahrscheinlich hätte man hier auch wieder... Sorry. Okay, nochmal. Gut, so nicht. Oh Mann, ich bin so schlecht in diesem Game. Es tut mir wirklich leid, dass wir hier wahrscheinlich so viele Stunden mehr brauchen werden, als eigentlich geplant ist. Da ich einfach so schlecht bin. Siehste? Oh, dann halt so irgendwie ganz überschräg. Holy. Okay, dann geht's wieder hoch. Wie so auch immer. Das ganze Zeug hier mit diesen Rohren gefällt mir halt gar nicht. Wieso springst du nicht? Das ist der Hampton-Zugangspunkt. Mann! Die ist einfach nicht gesprungen! Zum Glück musste ich das alles hier nicht machen. Für mich wäre das gar nichts. Ich wäre hier schon längst gestorben. In den Abgrund gefallen. Manchmal checke ich auch nicht, ob ich die Leertaste halten muss oder nicht. Dann ab nach oben. Hoffentlich. So, das andere kommt hoch. Halten wir fest, ich bin irgendwie schon 10-mal gestorben in diesem Game. Und wir sind noch nirgends. Ich sollte laufen. Irgendwo noch da. Noch da drüben. Was? Fuck. Ich hab aus dem Spiel rausgeklickt. So, da. Sind wir wieder an der gleichen Stelle. Ich habe irgendwie aus dem Spiel geklickt, ich weiß nicht, was da passiert ist, und dann hat sich das Spiel verabschiedet. Deshalb sind wir jetzt nochmals hier. Hier war doch eine Tür. Oder nicht? Hä? Wo muss ich lang?
Wo muss ich lang? Ach, das Spiel ist gnadenlos. So, dort oben ist jemand, der mich erwartet. Das sehe ich ja. Dort ist die Tür, aber wie komme ich da hin? Kann ich hier einmal im Kreis laufen, bitte? Lass mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe, bitte! Leute, das muss doch nicht sein! Wie komme ich da rüber? Wahrscheinlich von hier, ne? Shit! Alter! Go, go, go! Drück drauf! Hör zu, Check Knight, weißt du vielleicht was über den Mord an Pope, also lass dich nicht von ihm verarschen, okay? Ja, er war ein ziemlich guter Runner. Keine Ahnung, für wen er jetzt arbeitet. Zum Glück habe ich hier keine Facecam. Hi! Warte doch bitte! Come on! Komm, Faith! Der Name muss doch was bedeuten, oder nicht? Komm schon, bleib stehen! Junge, bleib stehen! Es hat keinen Zweck, davon zu laufen, auch wenn du viel schneller bist als ich. Schön, dass er wartet auf uns. Bin ich sehr nett. Go, 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 go. Go, go, Power Rangers. Ich komm näher. Und das war's mit dem Näherkommen. Was soll das? Wo ist er hin? Schätz mal hier rein, oder? Ernsthaft? Woher weiß ich, ob er hoch oder runter geht? Institution. Tja. Das war's für dich, aber nicht für mich. Wie praktisch, dass hier überall solche Rohre sind. Dieses Zeugs muss man irgendwie in einem Schwung mitnehmen hier. Was war das bitte? Naja. Sind wir auch schon? Bleib stehen jetzt bitte. Ich weiß, warum du hier bist, Faithy. Sag mir einfach, was Icarus mit dem Mord an Pope zu tun hat, Jack. Ich habe gehört, es war ein Cop. Dann hast du was Falsches gehört. Stehst du auf Wrestling, Faith? Pope war Wrestling-Fan.
hat es geliebt. Er hat sogar einen Ex-Wrestler für seine Sicherheit engagiert. Travis Burfield war bekannt unter dem Namen Ropeburn. Kommst du irgendwann zum Punkt? Ropeburn. Nun, eigentlich ist er nur ein Schläger, der Glück hatte. Manchmal wissen die Leute einfach nicht, wo sie hingehören. Alle wollen immer im großen Teich schwimmen. Und übersehen die größeren Fische. An deiner Stelle würde ich bei diesem überbewerteten Stück Fleisch anfangen. Da wünsche ich gute Jagd, Faithy. Ich weiß nicht, ob es klug ist, direkt zu Ropeburn zu gehen. Werde ich nicht. Ich gehe zu Miller. Oh, Faith, was machst du bloß? Wirst du ihm von Jackknife erzählen? Noch nicht. Er ist immer noch ein Cop, egal was Kate sagt.